Willkommen bei meinem Talk in der Quarantäne. Ich bin Omid Nuripur, Bundestagsabgeordneter und habe heute die große Chance und Möglichkeit, für die ich sehr dankbar bin, mit Christoph Waffenschmidt zu sprechen. Der ist Vorstandsvorsitzender von World Vision, einer der wichtigsten Hilfsorganisationen, die es überhaupt gibt für Kinder. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Christoph. Guten Tag. Hey, danke für die Einladung. Freue mich. Ich kenne Christoph lange und gut und habe auch mit World Vision viel arbeiten dürfen. Christoph ist ein super Typ, hat nur einen echt großen Fehler. Der ist München-Gladbach-Fan und da er jetzt... Hier schlägt das Herz. Mein Herz schlägt nicht auf dem Trikot, ich habe auch aufgerüstet und deshalb werden wir jetzt ein Battle of Religious Symbols hier machen miteinander. Absolut. Wo seid ihr gerade nochmal? Auf welchem Tabellenstand? Also, wenn die Liga fortgesetzt wird, dann sind wir in der Euroleague. Ihr so? Wir sind Vierter, also Champions League. Ja. Na, also, nee, wir sind, aber der Unterschied ist, wir verlieren nicht gegen Vereine, die ich nicht mehr weiß, in der Euroleague und fliegen eh dann schnell raus. Ist egal. Ja, das war peinlich, das stimmt. Das war ein bitteres vorweihnachtliches Erlebnis, aber lange, lange her. Aber weißt du noch, wie dieser österreichische Verein hieß? Ich auch nicht. Österreich? Die spielen Fußball? Das wusste ich gar nicht. Nein, ja. Der Wackersberger AC. Ist wahr? Nee, Quatsch. Wackersberger, Unsinn. Ich rede völliger Unsinn. Die heißen Wolfsberg. Wolfsberg. Der Mutterverein von VfL Wolfsburg. Genau. Wir wollen aber über ein super ernstes Thema heute sprechen. Ich bin World Vision seit Jahren verbunden und verfolge stark mit und profitiere auch von eurer Arbeit. Ich durfte mit euch nach Jordanien beispielsweise, habe mir Einrichtungen angeguckt, wie ihr da arbeitet, wie ihr dort versucht habt, auch syrischen Flüchtlingen zu arbeiten. Und ihr seid sehr stark auch beschäftigt mit Kindern, die betroffen sind von kriegerischen Konflikten und von Gewalt. Ich habe beispielsweise mal eine sensationelle Ausstellung dazu gemacht, die ich hosten durfte in der Paulskirche in Frankfurt, ein ganz besonderer Ort. Also gibt ganz lange Verbindungen. Ich finde eure Arbeit ganz großartig. Du hast aber neulich mich komplett durchgeschüttelt mit einer Aussage, du warst auf Lesbos und du sagst, aber all dem, was du bisher gesehen hast an Leid für Kinder, das, was du auf Lesbos gesehen hast, und das ist mitten in der Europäischen Union, so schlimm hast du es noch nie irgendwo erlebt. Vielleicht magst du dazu was erzählen? Gerne. Ja, also erstmal danke, dass du da überhaupt den Raum für öffnest, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass wir darüber reden und dieses Thema einfach hochhalten, auch in Zeiten der Pandemie. Ich bin jetzt seit 12 Jahren bei World Vision, habe natürlich viele Reisen auch gemacht. Du hast Jordanien, Libanon erwähnt. Das sind Länder, wo ich natürlich auch gewesen bin, gerade in den letzten Jahren. Sehr viele Flüchtlingslager, große Flüchtlingsströme, ja auch in diese Länder aus Syrien gekommen. Im Nordirak oder in Asien. Ich habe viele Flüchtlingslager auch gesehen in Afrika, in so vergessenen Krisen wie im Südsudan oder der Norden Ugandas, die sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, gerade auch aus dem Südsudan oder auch aus dem Kongo. Also an vielen Flecken bin ich tatsächlich gewesen. Aber das, was ich auf Lesbos gesehen habe, und das ist erst ein paar Wochen her, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und wie du es gesagt hast, es ist in Europa. Also es ist zwar am Rande Europas, aber das, was da passiert, trifft das europäische Herz wie so ein Dolch, finde ich. Weil das geht nicht, das kann einfach nicht sein. Das Lager ist für ungefähr 3000 Personen ja ausgelegt. Mittlerweile sind in diesem Lager Moria aber über 20.000 Menschen. Wenn man einfach eine Zahl nennen will noch, es gibt Zonen in diesem Lager, wo eine Wasserstelle für 1.300 Menschen da ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe gesehen, wie das aussah, wie die Leute sich wirklich um diese Wasserstellen richtig in Schlangen gestellt haben, wo es natürlich auch so ein bisschen Reibereien darum gab. Und das war vor Corona-Ausbruch. Und wir wissen genau, Hygiene, Abstand, das ist das Wesentliche jetzt, um die Pandemie einzudämmen, beziehungsweise überhaupt das vorzubeugen. Das kann man sich im Moment überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe letzte Woche noch mit Freunden in Athen telefoniert. Einfach so, wie du das eben machst, jetzt in diesen Zeiten gezoomt und uns ausgetauscht. Und sie sagten eben, sie müssen dann SMS rausschicken als Athener oder als Griechen an die Regierung, wollen sie in die Apotheke, in den Supermarkt, zum Arzt, was auch immer, und kriegen dann eine Rück-SMS, ob sie es machen dürfen, ja oder nein. Also das ist sehr kontrolliert, viel strenger noch wie bei uns. Und jetzt stelle ich mir vor, Lesbos, Moria, das Lager, 20.000 auf einem Haufen. Also da, das ist Griechenland, das ist in Griechenland. Und da wird eigentlich fast nichts gemacht, damit diese Abstände eingehalten werden können. Also eine fatale Situation, und es ist
wie die Einwohner es selber da sagen, oder ja, Einwohner ist eigentlich der falsche Begriff, die Menschen, die jetzt da gerade Zuflucht gefunden haben, das ist eigentlich der richtige Begriff. Die nennen das entweder Hölle, sie nennen es Dschungel. Auf jeden Fall wird es mit wilden Begriffen belegt und das drückt genau aus, was es ist. Es ist nämlich unsystematisch, es ist nicht strukturiert und ist auch gar nicht so klar, wer die Verantwortung hat. Und deswegen viel schlimmer als alles, was ich sonst irgendwo gesehen habe. Seit wann sind ungefähr die Leute da im Schnitt oder am längsten? Über was für Zeitabläufe reden wir da? Also, du meinst, wann jetzt die große Welle gekommen ist, die da hingekommen ist? Sind das Leute, die tatsächlich seit 2015 da sitzen teilweise? Oder seit wann sind da die Leute in solchen Umständen? Ja, also ich habe jetzt niemanden getroffen, der tatsächlich schon seit 2015 da ist. Aber das Lager ist natürlich auch als so eine Art genannter Hotspot entstanden. Auch nach diesem EU-Türkei-Deal. Das heißt, dort sind im Grunde die Flüchtlinge, die jetzt, das sind ja nur wenige Kilometer, also wenn man, wer vielleicht schon mal da war, kennt das, diese Ägäischen Inseln und Lesbos, da landest du, da kommst du an auf der Insel und du siehst im Landeanflug hinten jenseits des Wassers die Türkei. Du siehst es auch von der Straße an der Küste, das sind nur ein paar Kilometer. Also die mit den Booten rüberkommen, die werden dann da hingebracht, die bleiben da. Und es wird ja auch bewusst so agiert, dass das eine Abschreckung hat. Das heißt, das soll weitere Flüchtlinge davon abhalten, überhaupt innerhalb der EU, in die EU zu gelangen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der Hintergrund, warum die Situation so wild ist und so unmenschlich ist. Das soll Abschreckung sein. Also da steckt ein klarer politischer Wille auch dahinter, dass die Situation so unmenschlich ist. Das ist das Thema Abschreckung. Was ich so mitgekriegt habe, was wir hören durch die Gespräche, wir haben natürlich auch mit offiziellen Stellen gesprochen, es ist natürlich so, manchmal werden welche auch aufs Festland verbracht, gerade in den letzten Wochen. Jetzt bewegt sich ein bisschen was, dass ältere Menschen und kranke Menschen auch weiter verteilt werden innerhalb von Griechenland. Aber es war auch im Februar immer noch so der Fall, das war ja noch vor dem Schließen der Grenzen insgesamt, dass Menschen gekommen sind, manche sind rausgekommen aufs Festland und es kam dann aber neu wieder von der Türkei rüber. Also in den letzten Monaten hat sich diese Zahl von etwas mehr als 20.000 einfach verdichtet. Ein großer Zustrom ist aber seit letztem Sommer, da hat sich das deutlich erhöht. Also im Sommer 2019, da waren es deutlich weniger noch, auch deutlich mehr als die 3.000, aber über die 20.000, das ist im Grunde so seit Dezember die Situation. Du hast gesagt, diese Politik, das Leiden der Leute in ein Schaufenster zu stellen, damit andere abgeschreckt werden, statt denen zu helfen, das sei politischer Wille. Wessen? Ich glaube, das ist ein Ergebnis eines Mangels an politischen Willen auf der europäischen Ebene, eine Lösung zu erzielen. Also wirklich was hinzubekommen, was ein menschliches Asylsystem ist, eine menschliche Flüchtlingspolitik. Und das ist ja leider die Situation, die politisch schräge Situation in der EU, dass es so zersplittert ist und so geteilt ist. Und wo aus meiner Sicht wesentlicher Konsens jetzt besteht, was ja da ist, ist, dass die Grenzen von Europa einfach dicht gemacht werden sollen. Jetzt nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie, sondern einfach politisch auch vorher schon gewollt. Und deswegen ist der politische Wille eben da. Das ist eine Außengrenze. Diese Insel Lesbos als Beispiel oder andere ägäische Inseln, das sind sozusagen die Vorposten der Europäischen Union. Und alle, die kommen wollen, die sollen wissen, sie kommen nur bis dahin. Und wenn sie bis dahin kommt, dann geht es ihnen so, wie es den Menschen jetzt da geht. Das ist der politische Wille, glaube ich, der insgesamt dahinter zu verstehen ist. Aber kommen denn eigentlich überhaupt neue Leute noch? Oder ich meine, da gibt es noch eine Küstenwache der Griechen, da gibt es eine Küstenwache der Türken, die halt mal aufdrehen, mal wieder abdrehen. Aber kommen denn Leute? Also in den Tagen, als wir da waren, das war so im späten Februar, haben wir am nächsten Morgen auch davon gehört, dass wieder Boote angekommen sind. Das sind eben kleine, vielleicht auch manchmal sogar agile Schlauchboote. Das sind ja nur wenige Kilometer von der türkischen Küste, also 5 bis 7 Kilometer ungefähr, je nachdem, glaube ich, wo man dann anlandet, auf Lesbos und wo man in der Türkei loslegt. Wenn man da zügig ist, kann man das, glaube ich, schaffen. Das ist das eine und das passiert natürlich auch meistens nachts. Da ist ein gewisser Schutz, selbst wenn natürlich alle Grenzschützer mit Nachtsichtgeräten da unterwegs sind. Ich glaube, das können wir wirklich sehr deutlich vermuten, dass die Türkei aber auch nicht immer sich dagegen wehrt, wenn Menschen dann ins Wasser gehen und dann rüberfahren wollen. Also das ist auch ein politischer Tatbestand. Hast du eigentlich auch mit den Einwohnern der Insel gesprochen, wie es denen damit geht, dass seit Jahren ihre Insel diesem Druck ausgesetzt ist, diesem Schaukampf? Also, ja.
Ja, wir haben mit einigen von der Insel auch gesprochen. Wir waren ja da, wir waren 3 Tage insgesamt da. Wir haben auch mit offiziellen Vertretern von der Stadtverwaltung gesprochen. Die müssen sich natürlich ein Stück weit bedeckt halten, weil sie da auch einiges umsetzen müssen, was dann von der griechischen Regierung kommt. Aber der Unmut war deutlich spürbar, auch unter den Einheimischen, weil sie sagen, wir haben jetzt lange das schon getragen und mitgetragen. Und gerade in den Wochen danach, also jetzt im März, ist die Situation ja tatsächlich eskaliert. Es gab wirklich Auseinandersetzungen auch zwischen den Flüchtlingen und Einheimischen. Natürlich, als die Pandemie dann kam, da ist natürlich jeder irritiert und nervös geworden. Und da gab es wirklich auch Schlägereien und Auseinandersetzungen, ganz konkret. Was wirklich verheerend war, war, dass es ja tatsächlich auch Brandanschläge auf Einrichtungen gegeben hat, die von den Flüchtlingen genutzt werden. Da gibt es diese eine, es war für mich fatal, wirklich das zu hören. Wir haben die auch besucht, die School of Peace, die Friedensschule. Die ist so einen guten Kilometer außerhalb des Lagers. Und daneben ist also eine Community-Einrichtung von One Happy Family, also auch eine NGO, die sowas wie Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche geschaffen hat, wo eine Werkstatt ist, wo man auch was basteln und bauen kann. Da gibt es einen Garten, wo man anpflanzen kann. Also ganz, ganz schöner Platz. Wie so ein kleines Paradies, einen Kilometer weiter weg von der Hölle. Und das ist niedergebrannt worden. Die Schule, die School of Peace, die ist niedergebrannt worden. Ich bin froh, dass sie ein paar Tage später hat die griechische Polizei Verdächtige festgenommen, die anscheinend diese Anschläge unternommen haben oder die das durchgeführt haben. Die sind auf jeden Fall festgenommen worden. Ich habe jetzt gar nicht mehr zuletzt mitgekriegt, wie der aktuelle Stand ist, ob die es zugegeben haben, ob es Beweise dafür gibt. Aber das Verfahren läuft auf jeden Fall. Aber das war natürlich eine fatale Situation. Wir haben auch sehr stark davon gehört, dass irgendwo aus Europa Rechte gekommen sind, bewusst nach Lesbos gekommen sind, um da natürlich auch Konflikt zu schüren. Also auch das ist eine Tatsache, die wir da mitgekriegt haben, beziehungsweise die im Nachgang von unserem Besuch dann aktuell wurde. So, und ich glaube, das zeigt diese Dimension. Das ist natürlich auch ein Symbol geworden, Lesbos und diese ganze Situation. Und vor dem Hintergrund dieser symbolischen Politik, die da passiert und auch dem Symbol, was von den Medien jetzt weiter in die Öffentlichkeit getragen wird, muss man natürlich ganz stark aufpassen, dass die Menschen da echt nicht zu kurz kommen, dass die nicht einfach zu einem Symbol werden. Es bleiben einfach Menschen. Und so krass, die Bewohner von Moria, die Lager, haben ja selber vor wenigen Wochen einen dramatischen Appell eben auch an die Politik gerichtet. Der wurde auch in deutschen Medien dann öffentlich gemacht. Sie danken vielen, die sich auch für sie einsetzen, aber sie sagen auch im Anblick der Pandemie, Leute, helft uns, wir müssen hier raus. Es muss eine menschliche Lösung geben, denn wenn der Ausbruch erst da ist, dann ist er hier nicht zu stoppen. Also diesen Appell will ich einfach heute auch noch mal über dieses Interview erwähnen und damit die Stimme den Menschen einfach von Moria auch eine Stimme geben. Also Leute, hört auf das, was die Menschen aus Moria sagen. Danke für diese super klare Botschaft. Ich habe nur noch ein, zwei Fragen, weil es ja offensichtlich ist, dass gerade wir in diesen Zeiten mit solidarischen Gesten und echter Hilfe auch versuchen müssen, die Europäische Union zusammenzuhalten. Ich habe dieser Tage mit einer Parlamentskollegin aus Italien gesprochen, die relativ minutiös beschrieben hat, wie da die Stimmung auch war, gerade in Anfangstagen Richtung der Europäischen Union und wie Populisten versuchen, das auszuschlachten. Wenn jetzt die Bundesregierung sagt, wir nehmen knapp 50 unbegleitete Minderjährige auf, wird das eigentlich als Entlastung wahrgenommen? Also mein Kontakt jetzt in den letzten Tagen war mit Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort. Es gibt auch eine ganz, ganz engagierte Deutsche da, die Andrea, mit der wir im Kontakt sind, mit der ich im Kontakt bin, die auch die ganze Zeit da ist und die sagt, das hilft natürlich. Aber es ist natürlich nach wie vor ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das waren jetzt 47, die von Deutschland aufgenommen worden sind, Kinder und Jugendliche. Da ist nochmal die Frage, nach welchen Kriterien werden die ausgesucht? Soll ja ein Vorrang vor allen Dingen Mädchen gegeben werden? Wir sagen auch ganz klar, das ist natürlich überhaupt schwierig, Mädchen allein, also unbegleitete Mädchen. Also welches Mädchen schafft es von Afghanistan allein unbegleitet und ist unter 14, schafft es bis Moria? Das ist fast unmöglich. Also da ist ein Kriterium im Grunde aufgestellt, was nicht zu erfüllen ist, in Anführungszeichen. Also man sollte keine Trennung machen zwischen Mädchen und Jungs, vor allen Dingen nicht unter 14. Das sind Kinder, die bedürfen unseres besonderen Schutzes. Also das muss weitergehen, was da passiert. Das ist ganz wesentlich. Jetzt habe ich heute gehört, dass Portugal jetzt wohl das nächste Land ist, die 50 aufnehmen wollen in den nächsten Tagen. Wir hoffen, dass das passiert. Aber Deutschland kann da natürlich nach wie vor noch mehr leisten und hat ja auch zugesagt, noch mehr aufzunehmen, innerhalb dieser Koalition der Willigen, wie es heißt. Also
Du bist der Politiker, Omid. Ich verstehe natürlich total, was du sagst, dass man natürlich auch die Europäische Union zusammenhalten will. Und dafür braucht es natürlich auch Gemeinsamkeiten, auch Symbolik. Ganz klar, kein Vertun. Ich bin da auch sehr dafür. Ich richte meinen Blick natürlich als Kinderhilfswerk, als NGO natürlich zuallererst einfach auf den Schutz der Menschen. Und dafür setzen wir uns ein. Und deswegen die Forderung an die Politik, es geht noch mehr. Es ist lösbar, dass noch mehr Kinder kommen. Und es ist auch lösbar, dass diese unmenschliche Situation im Lager beendet wird. Das ist lösbar. Es braucht einfach jetzt wirklich nur den politischen Willen, das zu tun. Ja. Ich habe das mit der Solidarität erwähnt, weil es selbstverständlich so ist, dass die Humanität an Platz 1 sein muss und dass man den Menschen helfen muss. Aber es ist nicht nur ein Gebot von Humanität, es ist auch ein Gebot von politischer Vernunft. Einfach solidarisch sein untereinander. Deshalb bin ich sehr dankbar für deine Ausführungen. Und ehrlich gesagt, das, was mich am meisten frustriert, ist das, was du am Ende gesagt hast, es ist eigentlich so einfach. Es ist, ich meine, Leute aus den Lagern aus Libyen zu evakuieren, die grässlich sind. Es ist möglich, aber super kompliziert, Leuten zu helfen, die gerade zwischen Burkina Faso und Mali verstecken, also Binnenflüchtlinge, ist super kompliziert. Aber wir reden über einen europäischen Staat, da schickt man ein Flugzeug hin, die Leute kommen nach Deutschland, gehen dann 2 Wochen in Quarantäne und dann hat man geholfen. Ist das oder habe ich irgendwas verpasst? Also ich glaube, das ist, wie du es gesagt hast, das sind die Dinge, die man eben lösen kann. Aber ich glaube, dass es auf europäischer Ebene eben noch nicht diesen Willen gibt, so eine Lösung umzusetzen. Also die deutsche Bundesregierung hat ja gesagt, sie will im Zuge ihrer Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft das Thema eines europäischen Asylrechts oder einer Asylverteilung, Asylpolitik eben ganz stark angehen. Das werden sie ja auch schon intern natürlich intensiv vorbereitet haben, auch mit den anderen. Und vielleicht, also du bist der Politiker, aber meine politische Einschätzung, ich glaube, um eine Lösung zu erzielen, ist es sicherlich gut, wenn einige dann schon wieder vorausgehen, wenn einige das tun. Das kann Deutschland nicht alleine, das sehe ich auch ein, das verstehen wir, glaube ich, auch. Aber es braucht einfach eine gangbare Lösung, vorausgehen. Auch nicht alle Länder innerhalb der EU haben den Euro. Also es gibt in unterschiedlichen Themenfeldern einfach unterschiedliche Koalitionen auch und das muss auch okay sein. Das ist eben dieser Charakter dieser EU, die sehr bunt ist, die sehr unterschiedlich ist. Und dann gibt es zu unterschiedlichen Feldern eben auch unterschiedliche Koalitionen. Und ich glaube, das ist, das könnte ein pragmatischer, wesentlicher Schritt nach vorne sein. Eine super klare Botschaft von Christoph Waffenschmidt von World Vision. Herzlichen Dank dafür, aber vor allem herzlichen Dank für die Arbeit, die ihr macht, um gerade den Kindern, denen, die am meisten Hilfe brauchen, noch zu helfen. Großartig. Wir bleiben verbunden und nicht nur im Gespräch, sondern werden auch miteinander weiter kooperieren, wie es stets passiert ist. Herzlichen Dank und das mit dem richtigen Fußballverein. Irgendwann mal kommst du in ein Alter, wo du dann tatsächlich genug Weisheit dafür hast. Herzlichen Dank, lieber Christoph. Danke dir, Omid. Wir gucken weiter, wir werden weiter drücken, dass wir den Kindern und nicht nur den Kindern, sondern den Leuten, die Hilfe brauchen, auf den griechischen Inseln helfen. Wir werden einander wiedersehen die nächsten Tage, wenn es wieder heißt, ich weiß noch nicht, habt ihr vielleicht einen guten Namen für diesen Talk? Ich habe keine Ahnung, schickt ihn mir. Bis dahin heißt es Karen Talk oder Quarantäne Talk oder Omid Show oder Omid heißt im Übrigen, Christa weiß es sicher nicht, Omid heißt im Übrigen auf Deutsch Hoffnung. Und deshalb überlege ich, ob ich das nicht nennen soll. Ja, Hoffnungstalk. Ja, nee, Hoffnungstalk klingt vermessen. Es gibt ja die Episode 4, Teil 1, Star Wars A New Hope. Ich überlege, ob ich das nicht nennen soll, eine alte Hoffnung, weil guck mich an. Ja, auch schön. Herzlichen Dank, lieber Christoph. Gerne, Omid, danke, dass du das Thema platziert hast. Sehr wichtig. Danke. Adieu. Ciao.